Yes! Schönes Ding, schönes. Leute, ich habe den Jungbrunnen gefunden. Ha, ha, ha. Den Jungbrunnen, wo Captain Shakespeare Fluch der Karibik-Sucht oder DuckTales von Entenhausen. Da hinten ist er. Das Jungbrunnen-Kneippbecken von Giebelstadt. Da ist er, Leute. Da ist er. Hallo, ihr Lieben. Ich habe einen Jungbrunnen gefunden. Hier, da ist der Jungbrunnen. Da ist der Männer, der ewige Jungbrunnen. So wie ich es euch gesagt habe. Tja, das war die achtjährige Irrfahrt wert. Nee, Quatsch. Da heißt einfach nur so Jungbrunnen. Das ist kein echter Jungbrunnen. Das heißt einfach so. Denn ich bin hier in Eschfeld. Das ist eine Kneippanlage, ein Tretbecken. Das ist hier bei im Landkreis Würzburg, Nähe von Giebelstadt. Kann man sagen, wer von Würzburg aus nach Giebelstadt fährt, vor Giebelstadt, auf der linken Seite ist das. Der heißt einfach Jungbrunnen. Dieses Ding habe ich endlich gefunden. Ja, Jungbrunnen, wie aus einem Märchenfilm oder Sagen, ist es nicht. Man geht nicht rein und kommt wie jung raus. Naja, so heißt ja die Sage. Jungbrunnen hat man schon damals gesucht. Man möchte halt gerne die ewige Jugend finden, als Jungbrunnen heißt. Naja, die ewige Jugend. Und wenn man alt ist, geht man rein, kommt man wieder jung raus. Weil wenn man älter wird, kommen alle Macken, alle Babychen. Und ja, sogar im Fluch der Karibik, Teil 4, hat Jack Sparrow den Jungbrunnen gesucht. Und der DuckTales von Entenhausen hat den Jungbrunnen gesucht. Also Jungbrunnen ist ja ein sehr, eine Legende einfach. Die Legende. Sogar Ice Age 4 oder 5? Nee, 5 glaube ich. Ja, gab es auch einen Jungbrunnen. Wende. Und das ist einfach der Jungbrunnen von Eschfeld. Bei Eschfeld. Ja, ein Jungbrunnen. Also ein Kneippbecken, Tretbecken, das ist gut fürs Kreislauf. Man muss am Ende Gänsefüße rangehen. Und mein Name ist Justus König. Bekannt als Indiana Jones Dandor oder euer Captain America. Von dem YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuer. Bekannt als Indiana Jones Dandor, der YouTuber aus Würzburg. Nee, sorry, nochmal. Bekannt als Justus König, der Abenteurer, der YouTuber aus Würzburg. So, habe ich extra nochmal umgezogen. Ich habe eine kurze Hose dabei, weil ich bin in einem Roller unterwegs, im Bichot-Roller. Und da ist es, es ist vielleicht warm, aber wenn man fährt, ist es nicht zu warm. Es ist nicht, ist sehr windig. Frisch. Extra kurze Hose dafür. Gib mir einen Kleid weg. Wow, das ist schön, kalt, erfrischend. So soll es auch sein. Bei Jungbrunnen muss man komplett reingehen, dann kommt man raus und dann ist man jung. Bei Legende. Aber das ist aber nur mal Kunstwerke hingestellt. Da hinten steht auch drauf, dass es Jungbrunnen ist. Seit 2000, Juli 2000. Der Jungbrunnen von Giebelstadt. In Landkreis Würzburg kann man sagen. Weil es da ist.
Abfall, Flyer entdeckt einfach, beim Flyer. Dann kommt das manchmal hin. Das ist ziemlich rutschig. So, und der kann erst mich jetzt begleiten bei diesem Film immer aus dem Umlauf. Das sind Kratzspuren im Teich, sozusagen so. Gut. Danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Viel Spaß an Filmen. Wir laufen hier mal rum und alles an. Let's play. Bam! So, da ist es schon. Das schöne Knallbecken. Genau, da ist es ja. Hier, schau mal drunter. Das schaut aus wie Kratzspur, ne? Kratzspuren. Was kratzt er da hier? Das ist wirklich an den Jurassic World Film, wo das alte Sauer an der Wand zur Kratzspur gemacht hat. Und was ist das schön? Zwei Figuren, einer hält ihn fest, der andere will ein Boot reintun ins Wasser, so ein selbstgebasteltes Papierboot. Da fließt das Wasser, von hier kommt es her, kommt. Irgendwas, eine Quelle oder Bach. Da haben wir Gänse, die beißt aber nicht. Und ein Hund, der pinkelt. Ein Baby, das einen Daumen im Mund hat. Und das ist ein Junge. Ja, wenn das ein Junge ist, wahrscheinlich kommt da Wasser raus und da Wasser raus. Das ist ja männlich. Da mal eine Henne, kein Trinkwasser. Da mal ein Jungen, hat eine Flasche in der Hand, soll ich euch auskippen, da läuft wieder Wasser raus. Und da hat ein junges Mädchen, da ein Frosch, dumm, schaut aus wie Froschkönig. Und da eine ältere Frau, die trocknet oder wascht irgendwas drinnen, wahrscheinlich ihr Handtuch. Und da ist ein kleiner Vogel. Ja, da liegt das Teil. Da liegt wir zum Platsch. Platsch. Die Kratzspuren sind merkwürdig hier. Da geht es rein, hier raus, darüber. So ja, wie ein Dreieck hier. So und so und so. Sehr merkwürdig. Und da steht irgendwas mit. Ja. Was ist aber noch eng? Das ist aber schön, aber das ist echt merkwürdig. Kratzspuren gehen hier rein, darüber, da, dahinter und dahin. Ja, und da haben wir einen Fuchs. Oh.
Kann man den hochgehen? Da haben wir eine junge Frau mit ihrem Baby in der Hand. Pferdhund. Oh! Da geht's aber hinter. Das habe ich auch nicht so gesehen, nur gesehen. Auf dem Fernseher sind Sprayer das. Okay, also das glaube ich hat jetzt nichts mit. Also ich glaube, es hat nichts mehr damit zu tun. Mehr. Also ein Container. Okay. Vielleicht im Weg gewesen. Von hoch und runter. Was war im Weg gewesen? Ja. Das ist der Weg. Kein Kunstwerk mehr hier oben. Ich hab gedacht, warum ist da was? Haben sie da Kunstwerk gemacht? Oder? Brunnen? Ne, nix. So. Nee, was hast du schon gemacht? Kann dann im Sommer ein schöner Oase sein, also wenn es richtig weiß ist. Oh, da haben wir die Figur nicht gesehen. Schauen wir uns gleich an. Die schauen wir uns gleich an. So schaut es ja von oben aus. So. Richtig gut gemacht eigentlich. Also ich kann das nicht mehr lesen. So, die Sonne scheint drauf und ist so verblichen. Wo war das Eigentum? Ah, da haben wir eine Figur. Die hat eine Mädchen. Hat eine Vogel in der Hand, eine Katze auch und unten ist noch eine Katze. So, Jungbrunnen, Personenkurs, 1. Juli 2000. Ja. Schön ist es hier. Ach ja, der Hund ist auch am Männle. Er hat unten auch ein Geschlechtsteil. Ja, die waren einfallsreich. Alles, wo ein Geschlechtsteil ist, kann da Wasser rauskommen. Schön gemacht, aber. Da fließt rein und da geht's hinten raus. Wo es halt so viel laut ist. Der Fuchs auch. Schaut auch, er guckt gerade hierher. Also, das sind zwei Pflastersteine. Da haben wahrscheinlich irgendwo Kinder rausgeholt und weggeschmissen oder Jugendliche. Da sind ein paar
Regenwürmchen. Aber diese Kratzspuren sind schon irgendwie komisch. Sowas habe ich im Becken noch nie gesehen, Kratzspuren. Kratzer, was macht Kratzer? Kratzer, aber Kratzer geht auch nicht rein. Außer da war kein Wasser drin. So auffällig. Es sind immer vier Kranken auf einer Seite, oder? Ne, vier auf der linken Seite, rechts sind drei. Also die eine Seite ist immer vier und dann rechts und andere Seite ist drei. Sau schauen. Dann geht es hier hin, da hier, also wie ein Dreieck. Da, so und so. Da ist ein Stein. Genau, da ist ein Stein. Da ist ein Stein. Und da ist ein Stein. Das sind zwei. Und da ist der Kanal, wo das Wasser reinkommt wieder. Da ist der Abfluss. Und da liegt eine Batterie, das ist es. Und da ist eine Gerade. Was denn ein Stein ist, hat glaube ich ein kleiner Stein oder irgendwas, keine Ahnung. Was liegt da? Ja, ist echt ein Dreieck, oder? Ein Dreieck. Hier ist immer besser als Dreieck. Hier, 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 hier. Das mystische Dreieck. Ich habe keine Ahnung warum. Und das immer noch durch eine Frau. Junge Frau mit einem Ringschirm. Vielleicht Mrs. Poppins. Unsere alte. Ich kann auch mit dem Regenschirm davon fliegen, diese Dinge, Mrs. Poppins. Ja, schön ist es jedenfalls. Also, so ein Picknick machen, ausruhen, chillen, abhängen. Kann man es lassen. Voll. Cool. Jetzt wollen wir essen, wie reingeht. Weil es ist echt rutschig. Muss hier aufpassen, das ist schon rutschig. Das ist kalt. Gänsefass. Und das hört man hier an. Das ist halt ein Knallbecken. Das ist aber schon rutschig hier. Der Boden ist schon rutschig. Man soll auch nur Bambun drin sein. Dann wieder rausgehen. Wow. Also gut festhalten. Ziemlich rutschig. Ja, es war schön erfrischend. Aber ziemlich rutschig. Ja, schön, das ist ein Kunstwerk.
gebrachte Gänse. Ah, so, ihr Lieben, da draußen, also dieser Jungbrunnen, also dieses Kneipecken hier, ist wunderschön, geht, also in Optik schön, hier zum Chillen, ausruhen, Füße abtreten, also abkühlen, Kreislauf tun, ja, ist schön, schöne Kulz, ja, hier bei Kimmelstadt in Landkreis Würzburg. Ich gehe weiter auf meine Tour, mit Schokolade, denn Wetter ist es heute am Mittwoch nicht so toll, finde ich aber nicht. Es ist halt Antenne Bayern hat gesagt, heute früh in Unterfranken kann irgendwo Gewitter kommen, Regen. Nächste Woche, haben sie gemeint, soll es heiß werden. Heute so Temperatur 14 Grad, 16 Grad, 17 Grad. Wenn Quadfahren ein bisschen zu kalt, zu frisch. Wenn Roller in der Gang zu geht, aber sonst, tolala. Ah, jedenfalls der Jungbrunnen ist ja wunderschön und wir haben getestet, bin ich jetzt jung? Zum Glück nicht. Warum? Sonst müssen wir die ganze Schule wieder durchmachen. Grundschule, Hauptschule und die ganze Pubertät. Akatscha. Braucht man nicht. Wollen wir nicht. Am besten immer 18 Jahre jung bleiben oder 20 Jahre jung bleiben. Da hat man mindestens einen Autoführerschein. Lass uns ins Auto fahren. Ich weiß, wenn man älter wird, dann kommen die Wehwehchen. Ja, dann kann man nicht mehr das machen, was man möchte. Dann macht der Körper nicht mehr so mit. Haare gehen aus, Bauch kommt. Man geht auseinander, man wird fülliger, man wird älter. Man wird erfahrener, man wird weiser, klüger und so weiter und so fort. Jedenfalls, schönes Kunstwerk. Naja. Warum da drin eine Kratzspuren drin sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Rätsel, aber schön, aber schöne Kunstwerk hier. Müsste mal herkommen. Hier in diesem Ort. Ciao. Ich war noch nicht hier. Nur durch Jungbrunnen bin ich hier. Hab gesagt, das ist ein gutes Videomaterial. Dann der Single Justus ist hier unterwegs für euch. Und erkundet für euch die Ecken. Wenn ihr das wisst, schreibt es doch Kommentare, wo ich mal hingehen soll. Wenn ihr das wisst, was cool ist zu filmen. Sowas. Ui, dieser Jungbrunnen hier, der schöne Jungbrunnen, yeah. Yes, we can. Aber die Kratzspuren sind wertvoll. Ich beginne von da, darüber, darüber, darüber. Wie ein Dreieck. Wie ein Warndreieck. Weißt du, so ein Warndreieck mich ans erinnert? Ah, da kannte ich einen, da stand er auf Männer. Und da habe ich gefragt, warum stehst du auf Männer? Mal so gefragt. Da hat er Spaß gesagt, oder ne, er hat Spaß gesagt, er steht, ne, er hat gesagt, ich glaube, er steht auch nicht auf Frauen. Und er hat Spaß gesagt, weil er mag keine behaarte Warndreiecke. Hat er sowas gesagt. Aus Spaß halber. Keine Ahnung. Das ist nämlich das Dreieck. Ja, keine Ahnung. Spaß hat er gesagt. Ja. Und ich sag immer, jeder soll das stehen, auf was er steht. Was der Herzen sagt. Ich stehe auf Frauen. Nee, ich stehe auf dem Boden. Ah, nee, in echt. Ich liebe Frauen, stehe auf Frauen, mag Frauen. Boah. Hatte schon genug Beziehungen, Freundinnen. Wann war er noch nicht dabei? Ob es jetzt kommt, weißt du nicht. Weil es gibt viele Leute, die sind jahrelang Single. Heute ist es aber so, heute ist es schwierig, wieder eine Frau zu finden oder Freundin zu finden. Denn die meisten haben hohe Ansprüche. Man kann nicht so wie früher Frauen anmachen oder anreden. Sonst ist es für die eine Beleidigung oder schämen sich dafür. Und viele sind ja heute auch, wollen gar nicht eine Beziehung, wollen lieber Single bleiben oder stehen, auf aufs gleiche, auf ihre eigenes Geschlecht da. Ja, oder, ja, keine Ahnung, ja. In Frankreich dürfen wir nicht mal Frauen anmachen, also
Hall oder so anreden oder sonst was, weil es eine Beleidigung ist oder ein Ding ist, kriegt man dafür sogar ein Strafverzeichen. Man sagt, hallo du, du siehst hübsch aus, Anzeige ist raus. So ungefähr läuft das an. Darf man nicht. Heute geht es alles über Internet. Aber das ist ein weltweites Problem. In Japan gibt es ja extra, dass die Speed-Dating gibt, aber nicht für Frau und Mann, sondern dann haben Speed-Dating die Eltern. Die Eltern präsentieren ihr Kind und die anderen dann ihr Kind und dann schauen die nach, ob was ihr Kind dabei ist. Und bei Frauen wird ausgeguckt nach Aussehen und bei Jungs wird nachgeguckt nach Vermögen. Und dann sagen die Eltern, wir können passend, wir geben unseren Sohn her, ihr gebt eure Tochter her, jetzt müsst auch die entscheiden, ihre Kinder, ob sie auch wirklich mitmachen wollen. Ja, so läuft das Spiel, so ein Dating. Oder ganz zu beraten, man kann sich heute eine App runterladen, das kostet Geld. Da kann man sich einen Wunschpartner oder Partnerin erstellen. Aussehen, Name und welche gibt es sogar, die haben sie geheiratet. Also, irgendwann gibt es nur noch virtuellen, Sex. Liebe Spiele, virtuell noch. Alles mit so einer Brille drauf, noch als virtuell. Echt gibt's da nicht mehr, also in der Zukunft. Aber wer nicht weiß, was es ist, das ist, wenn Bietchen und Blümchen miteinander Spaß machen, haben wollen. Aber die Katzen sind echt merkwürdig. Und ich sage jetzt, danke für eure Zuschauer fürs Einschalten. Wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, euer Justus. Over and out. Machen Sie gut. Servo Leder, Elgator. Und so weiter und so fort. Game over. Cut, Schnitt. Finish. So, hallo, guten Tag, ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, der dann schaut auf der Suche nach neuen Abenteuer.
Mein Name ist Christoph König, ich kann mal das Kopf der anderen. Ja, das war ja noch ein Kopf. Das ist mal zu leben. Guten Tag, ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Deiner Chance auf der Suche nach einem Abenteuer. Mein Name ist Justus König, bekannt als Deiner Chance, der Amerika, der Justus König, der andere YouTuber aus Würzburg. Ich habe mir schnell meine langen Hose ausgezogen, eine kurze angezogen, habe sie da alles dabei. Dann zum Rollerfahren ist es ein bisschen zu frisch, auch wenn es sich gerade anfühlt. Jedenfalls haben wir hier einen Esfeld. Jedenfalls, es ist eine Ortschaft bei Giebelstadt, also von Würzburg aus nach Giebelstadt fährt. Vor Giebelstadt auf der linken Seite ist es dann. Und da gibt es ein Kneipbecken. Ne. Na, was war das drin? Hallo, guten Tag, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Deiner Chance auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, bekannt als Deiner Chance, der andere Kind Amerika. Das ist König, der andere YouTuber aus Würzburg. Und ich bin hier in Esfeld. Das ist hier im Landkreis Würzburg. Bei einer Ortschaft bei Giebelstadt, also wenn man von Würzburg nach Giebelstadt fährt, ist es gleich vor Giebelstadt, die links abbiegen, kommt man in Esfeld und hinter mir ist der Jungbrunnen. Ganz einfach, wir sehen hier einen Jungbrunnen. Ey, das ist kein echter Jungbrunnen, glaube ich. Das heißt einfach so Jungbrunnen, ich kenne also auch Jungbrunnen, die Sage, wo man viele suchen, die ewige Jugend, also wo man rein, also man ist alter Mann, geht da rein und kommt als Kind wieder raus. Kennt man sogar bei Tucktails. Oder aus Luke Rebic, wo Johnny Depp den Jungbrunnen gesucht hat. Jedenfalls, das hier heißt einfach nur Jungbrunnen. Aber ist kein Jungbrunnen. Nein, oder nicht? Auch scheiße.